Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. So, wir haben den ersten der Mustang-Riege ausgewählt. So, jetzt bräuchte ich aber irgendwie eine 0 auf 100 Zeit oder so, wie ich das testen kann. Mit ESC bis zu diesem Schild. Na, ist eigentlich eine gute Idee. Einmal zurück bitte. Einmal zurück bitte. Der hat der hat keinen Rückwärtsgang. Doch, hier im Realistik-Schaltmodus hat er einen Rückwärtsgang. Und wenn ich Arcade mache, geht er wieder in den ersten. Okay, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Das kommt immer so schräg, ne? Das heißt, ich muss hier hin. Ist es? Sollte schon parallel sein, so. Oh, hier ist die Textur nochmal doppelt hier. Interessant. So, jetzt müssen wir hier eine Markierung hinmachen, wo wir genau wissen, ab wo gezählt wird. Würde ich gerade mal die nehmen, ne? So, die sehen nämlich echt schick aus. Jetzt muss ich nur noch weiter rüber. Nochmal welche daneben machen. So vielleicht? Das ist die Karre, das ist der Spike Strip. Double the gun, double the fun. Ja. Ist nur noch nicht sauber übereinander. Ach, die liegen da jetzt drauf. Ja, Moment, dann. Hä, kann man die noch auseinanderziehen? Das wäre ja cool. Muss ich mal ausprobieren. Jetzt müssen wir hier ganz runter. So, der ist fest. Ja, nee, ist nicht fest. Hilfe, was habe ich hier erschaffen? Ich meine, cool, aber. Das soll doch so nicht. Komm mal, Mustang, guck dir das mal an. Man kommt aus dem Schaltmodus auch gar nicht mehr raus, ne? Hä, das wandert. Nee. Instabilität für Fahrzeug erkannt. Fahrzeug wird zurückgesetzt und die Physik. Ah ja.
Das war das. Und das ist der hier. So ist zurücksetzen, Freunde. Die Physik wurde deaktiviert. Und dann sollte man den hier vielleicht komplett entfernen erstmal. Hier sind noch Funken übrig. Pause-Menü war an. Ah ja. Okay, Pause-Menü war an tatsächlich. So, dann machen wir einfach den hier doppelt. Klonen. So, da ist er. Dann ziehen wir sie halt. Wo ist denn hier? Hier ist es. Ziehen wir sie halt manuell dahin. So. Ja gut, nicht ganz, aber geht schon. Das ist cool, dass man das so sauber verlegen kann. Das ist sehr schön. Das hat der Entwickler dieser Spike Strips sehr schön gemacht. Die kann man wunderbar aneinander machen. So, da können wir eine ganze Riege machen. Ist er noch angemeldet? Der müsste noch angemeldet sein. Also, dann klonen wir den auch nochmal. So, dann haben wir dreimal. So, jetzt ist die Frage, kommen wir da unter der Leitplanke durch? Mit dem Ding? Ja, müsste er. Sollte gut funktionieren. Ja. So, dann setze ich das mal dahin. Dann setze ich das mal dahin. Und dann setze ich das mal dahin. Und dann sind die schon mal an Ort und Stelle. Dann ist sie gerade bewegt. Und dann setze ich den mal hier hin. Aber der ist ja, glaube ich, sowieso hier gewesen. So, und dann schauen wir mal, auf wie viel der hier kommt, bis die Reifen platzen. Gut, sind die anderen noch? Ist hier alles noch? Was habe ich jetzt gedrückt? Rausgedingst. Oh ja, siehst du, die sind schon nicht mehr. Nicht mehr da, wo sie ursprünglich waren. Gut. Ach, den habe ich noch nicht. Moment. Ohne ESC natürlich. Ja, das macht den Kohl nicht fett. Definitiv nicht. 151. Sehr gediegen, so ein Reifenplatzer bei 150. So. Wir wechseln. Das war der erste. California Route 1. Also, der ist nix. Dann nehmen wir den
First Edition. So, mal schauen. Geht schon besser ab. Endgeschwindigkeit. Der hat seine Endgeschwindigkeit früher erreicht. Das bedeutet, wir ziehen das Ganze etwas vor. So, der ist gespeichert. So war das nicht gedacht. Hä? Na nun, wo ist der andere? Oh, da habe ich rausgekickt. Okay, wo ist... Machen wir mal in die Mitte. Ist nicht die Mitte. Hier ungefähr. So, setze ich jetzt einfach mal fest. Gut. Dann das Ganze hier an den Rand. Gute Flugeigenschaften, so ein Spike Strip. So, der wird auch hier gespeichert. Der wird auch hier gespeichert. Und der hier? Was macht der? So. Na, nicht doch so rum. Sehr gut, und der wird hier gespeichert. So, dann schauen wir doch mal, wie viel wir jetzt drauf kriegen. Kein Plattfuß. Der hat einen Rückwärtsgang. Mal die Rekuperation ausmachen. Warum hat er keinen Reifenschaden bekommen?
Upsi. Huch. Nochmal. Ich gehe mal auf den ganz äußeren hier. Der hat gewirkt. Aber fährt noch mit 4 kaputten Reifen. Nur lenken sollte man nicht. Ja, wobei, selbst dann bleibt er sehr gut beherrschbar. Also, was haben wir gesagt? 168. Das war der First Edition. Dann der Range GT. Extended Range GT. ESC aus. Und Vollstoff. Okay, der hat relativ schnell seine Endgeschwindigkeit erreicht. Ich bremse nicht, das ist die Rekuperation. Die einschlägt wie eine Bombe. So, nochmal. Hoch, okay, die Dinger sind jetzt verschoben. Der dreht ziemlich arg durch, da machen wir mal das hier an, Sport. Vergleichbar mit dem anderen. Sind die alle noch da, ja? Sehr geile Beschleunigung, gefällt mir sehr gut. Auch sehr cool gemacht, man spürt, man sieht es richtig, wie das Ding hochzieht. So, was haben wir dann? Den Premium All-Wheel Drive. Nehmen wir den mal. Dann machen wir auch erstmal ohne. Und Vollgas. Okay, der dreht schon mal nicht durch. Kommt auch nur auf 155. Dann machen wir mal mit Sport. Was tut er dumm? Irgendwas, da ist irgendein Lager kaputt, glaube ich. Der hat einen Lagerschaden. Also er kommt nur auf knapp über 150. Ich müsste das anders machen. Sonst ist das ja nicht aussagekräftig. Ich muss das so machen, und zwar. Aber wenn ich halt hier dann Realtime mache, dann muss ich gleich wieder Gas geben. Und dann, ja, gebe ich nicht schnell genug wieder Gas. Und da sieht man genau 140. Ja, aber das. Ja, Problem ist, ich gebe da nicht weiter Gas, ne? Ich teste nochmal. Ich muss quasi Alt drücken, aber dann gehe ich schon direkt in die... Ah, okay, ich kann ja eigentlich jetzt in die Zeitlupe und dann voll aufs Gas stehen. Achtfache Zeitlupe. Er geht ganz schön in die Knie hinten. Also man merkt die Beschleunigung. Das fetzt halt schon ordentlich.
Obwohl der ja auch wieder etwas langsamer ist. Die liegen noch an gleicher Stelle. 159. Und so, wir setzen die alle wieder richtig. Also, der ist quasi wieder langsamer. Das war der hier, der Premium. Machen wir den hier. Oh je, der ist noch langsamer. Der ist noch viel langsamer. Aber wir haben auch Ding jetzt an. Ich mach's mal aus. Ja, brauchen wir gar nicht testen. Direkt Einschlag. Brauchen wir gar nicht testen. Switch, was ist Switch? Achso, von Fahrzeug zu Fahrzeug. Aber man kann hier nicht in so ein Untermenü rein, ne? Schade. Ich dachte, ich komme hier vielleicht schneller in so ein Untermenü rein. So, das war das. Dann der hier. Der rote, da machen wir auch gleich mal aus. Bevor ich die jetzt hier alle... Hey, wo ist der denn? Moment mal. Okay, der beschleunigt schon mal ziemlich... Ja toll, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die angefangen haben. Hier, oder? So. Die liegen... Ich kann eigentlich hier bleiben. Ach ne, dann sehe ich nicht. Ah, warte mal. Doch, so sehe ich, wie schnell er ist. Ja, wo sind sie? Na hier. So, der Blick der Polizeibeamten. Wir haben ihn! Gebt es durch! Okay, jetzt weiß ich aber, jetzt habe ich es nicht gespürt. Nee, der ist auch langsamer. Der ist auch langsamer. Also bisher ist der GT das schnellste gewesen, ne? Ford Mustang Mach E GT. So, was haben wir hier? Standard Range Premium Rear Wheel Drive. Mal schauen. Ach Mann, ich sollte den zuerst zurücksetzen. So ein Blödsinn aber auch. Muss ich mir angewöhnen. Und die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge zuerst zurückzusetzen. Da ist das Getriebe kaputt. Der schält nicht um. Dann ist der schon raus. Ne, so, solche Kandidaten brauchen wir hier nicht. Das war der. Dann haben wir den Standard Range Premium. Keine Ahnung, die heißen alle gleich. Der ist jetzt grau, oder was ist das? Okay, der schellt zumindest. Dann setzen wir den hier fest. Beziehungsweise nicht fest, sondern... ESC aus und schauen.
Oha! Na, der geht schon mal. Der geht schon mal richtig, richtig, richtig heftig. Den würde ich Sport ESC anmachen. Ja, der ist Ende Endgeschwindigkeit. Bevor überhaupt die Linie erreicht ist. Platten Reifen ist nicht mehr so gut zu fahren, deswegen kann man schon mal in die Leitplanke einschlagen. Jetzt lenkt er gar nicht mehr. Lenkt er nicht mehr. Ach, weil die Räder irgendwie gar nichts mehr machen. Oh, ein Klangkonzert hier. Jetzt hat es auch ein Ende. Gut, also der ist schon mal. Ich glaube, der ist sogar noch schneller als der GT. War der hier, ne? Select. Mal den Select anschauen. ESC auf Sport. Nein. Schöne Farbe, aber kommt nicht auf Endgeschwindigkeit. Leider nicht. So, dann haben wir noch den hier. Standard Range Select. Ja, ich sehe schon. Der ist deutlich langsamer. Gut, dann haben wir eigentlich unseren Gewinner. Und halt nicht hier. Zurück. Sonst mache ich den gleichen Fehler wieder. So. Und zwar müsste das sein der hier. In der Farbe Rot. Benutzer, das ist meiner, genau. Oh, jetzt habe ich neues Spawn gemacht anstatt. Na, pass mal auf. Wir setzen den hier. Ah, ich muss schon sagen, der ist keinesfalls rot. Aber wir können den ja hier theoretisch röten. Ja, genau, das war meine Benutzerfarbe. Geile Farbe. Arg hell gewesen. Habe ich hier noch mehr Chrom irgendwie? Nee. Das sind die.
Dateiname. Eigener. Nein. Nee, aber. Ja, nein. Was habe ich jetzt gemacht? Clear Konsole. Wie bin ich? Ach, wegen Ö. So, was aus das Pferdchen. Safe. Jetzt ist der zumindest schon mal rot. Okay, das war gerade seltsam. Fahrzeugfehlerbehebung. Was ist das? Tuning? Wheel Alignment. Haben wir vielleicht noch ein bisschen Wheel Offset? Chamber, Tor Adjust. Das ist aber nicht die Höhe, ne? Nee. Ah. Spring Height. Lädt noch? Okay, finde er ganz furchtbar, wenn ich hier rummache. So, ist jetzt wieder normal, ja? Okay, er lädt jedes Mal tatsächlich neu. Ich sollte vielleicht nur einmal klicken und nicht hin und her ziehen. Ist vielleicht besser. Ja, komm ruhig noch ein bisschen tiefer. So. So ein Auto muss schon ein bisschen. Front. Hier fehlt die. Hier fehlt die Dingens hier, die Höhe, die fehlt hier bei Front, bei Rear. Hm. Reifendruck. Naja, gut, das mache ich aber mal wieder weg. So, dann haben wir hier. Kann ich dem. Ach ja, bei dem war die Anhängerkupplung innen drin, ne? Stimmt. Nummernschild. Der hat gar keinen. Nummernschild. Front und Rear License Plate. Aber wo? Kotflügel.
Doch hier, License Plate. Hier ist es doch. Germany, Plate Design. Mal schauen. Oh. Naja. Ne, ich glaube, der hat gar keinen. Gut. Speichern kann ich das hier als... Lass aus das Pferdchen. Alright. So, und jetzt... Gameplay. Man so vieles einstellen, das ist einfach unfassbar. Fahrzeuge. Aktuelles Fahrzeug als Standard verwenden. So haben wir das auch. Ohne Momente, por favor. Zum Abschluss. Zum krönenden Abschluss. Oh nein, ich habe einen Platten. Oh, ich habe mich gedreht. Hilfe. Und jetzt stehe ich hier mitten auf der Straße. Ich habe nur einen Reifen geplatzt. Wow. Der Bremsassistent hat noch kurz die Bremse reingehauen, aber das war zu spät. Mit 160, ne? Das waren 160 km/h. Gut, also hierfür wäre es für... Warum ist denn das schon wieder so schnell hier? Wenn hier jemand drin gesessen hätte, gut, das wäre nicht so toll ausgegangen. Den hätte es, glaube ich, ein bisschen zermatscht. Auch der Fahrer, ja, nein, das wäre... Überlebenschancen in diesem Fahrzeug sehr gering. Weil mir gefällt, wie der eingedellt ist. Aber in dem Fahrzeug hier... Moment, ich will mal was probieren. Der sieht jetzt nun wirklich nicht schlimm aus. Was eigentlich furchtbar ist. Wenn der, der den Unfall verursacht hat, nicht so schlimm aussieht, wie der, der quasi der Geschädigte ist. Eigentlich soll es andersrum sein. Der, der den Unfall verursacht, der sollte viel schlimmer aussehen als der Geschädigte. Dann wäre es halbwegs... fair. Ach ja, der hat keinen Rückwärtsgang. Ich kann den ja zurückziehen. Ist da gerade eine Fliege vorbeigeflogen? So, ganz kurz, das ist ja ein neues Fahrzeug. Boah, ich muss Schluss machen. Ist ja auch schon wieder 40 Minuten jetzt. So, jetzt nehmen wir mal ein etwas älteres Fahrzeug, aber trotzdem ein schnelles Fahrzeug. Nicht hier den... da hier den Käsehobel.
Nehmen wir doch mal den hier. Der ist auch etwas älter. Den hier will ich jetzt nicht nehmen, denn das ist ein Mercedes. Der ist stabil. Ibishu. Nehmen wir den Street Tuned. Oder was hat der? Naja, eigentlich müssen wir schon. Der hat immerhin 139 PS. 149. Der ist getuned auf 240. Ne, dann nehmen wir den. In 8,4 Sekunden auf 100. Das ist okay. Und dann schauen wir mal, was mit so einem Fahrzeug passiert. Bei so einem Unfall. Warum? Zündung an. So. Irgendwie manchmal. Manchmal tut das nicht. Okay, wir haben 100. Ja, 100 ist zu wenig. Das andere war 160. Okay, pass auf, wir machen hier mal die Straße frei. Da. Denn das andere vergleichen 160 und dann 100er Einschlag, das ist nicht fair. Dann muss schon beides fast 160 sein. Ich meine, gut, wird der hier wahrscheinlich nicht drauf kriegen. Aber immerhin 140. Hier wieder aufs Gas. Boah, der hat dem Mustang sogar noch schlimmer zugesetzt. Der Motor tut noch. Das wage ich eigentlich zu bezweifeln. Dass der Motor noch tut. Geht hier eigentlich auch ziemlich klar. Also Knautschzone ist alles, muss man sagen. Ich meine, hier ist die Knautschzone, ist hier, würde ich mal sagen, maximal ausgenutzt. Da ist ja auch schon das Dach ein bisschen reingekommen. Und hier ist halt nicht viel mit Knautschzone. Aua. Gut. Vielleicht machen wir doch noch ein paar Folgen. Vielleicht können wir dieses seitliche Reinschlagen auch noch ein bisschen auf die Höhe treiben. Mit Autos, die schneller sind. Sehr viel schneller. Oder mit einem LKW. Seitenaufprall. Nennen wir es mal das Seitenaufprall. Forschungsexperiment. Wie schlimm kann ein Seitenaufprall sein? Ja, da ich glaube ich da mal. Das will ich noch wissen. Da machen wir noch ein paar Folgen. Da habt ihr Glück gehabt. Da setze ich mich nochmal davor. Gut. Aber erst in der nächsten Folge. Und bis dahin macht's mir gut. Wenn es wieder ist, time to play hier bei BeamNG Drive.